Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es hier schon wieder weiter mit einem Tutorial. Und zwar wollen wir zusammen einen Poncho häkeln, einen Granny Square Poncho, der aus vier, in diesem Fall gleichen Grannys besteht. Man könnte das auch schön mit unterschiedlichen Grannys machen. Wir machen es aber mit einem zusammen. Und ich habe für meinen Granny für eine Größe 36, also eine Größe S, hier diesen Bombel benutzt von Cotton Kings. Das ist eine Bobble auf Hobby, findet ihr die. Und das hier ist 100% Baumwolle und das wird also ein schöner Sommerponcho. Hier hast du eine Lauflänge von 200 Gramm haben 800 Meter. Boah, also 200 Gramm haben 800 Meter und verhäkelt wird es mit einer 3,5 oder 4 mm Häkelnadel. Ja, ich habe davon zwei Knäule zu legen. Ob ich jetzt beide brauche, kann ich euch zum Schluss sagen. jetzt werde ich erstmal mit den einen weiterarbeiten. Und zwar habe ich mit den einen schon drei Grannys fertig und den vierten, den häkeln wir jetzt zusammen. Und dann brauche ich noch die Abschlusskante oben und am Hals und unten am Körper. In der Regel kann ich so viel sagen, dass für eine Größe S für ein Poncho 1000 Meter eigentlich gut auskommen. Wenn du natürlich einen richtig langen Poncho haben möchtest, dann musst du auch bei der Größe S zu 1200 circa greifen, je nachdem, welche Länge du haben willst und welche Größe du haben willst. So, bei Größe M 1200 und da auch wieder dasselbe Spiel, welche Länge du brauchst. Größe L 1400 Meter generell und auch wenn du länger haben möchtest, dann musst du auch eine größere Bobble haben. Und so geht das immer weiter, immer 200 Meter mehr, aber auch 200 Meter weniger. Also ihr könnt auch locker einen Kinder, in diesem Fall einen Teenie-Poncho aus 800 Metern machen. Also das bleibt euch überlassen. Ihr müsst aber herausfinden, wie groß euer Quadrat werden muss. Ich habe mein Quadrat, meine Runden 13 Mal gearbeitet. Ich würde vorschlagen, jede weitere Größe macht immer 2 Reihen mehr. Das kommt aber auch drauf an, wie ihr häkelt. Wenn ihr natürlich super fest häkelt, dann sind 2 Runden mehr zu wenig. Dann braucht ihr definitiv noch viel mehr. Wenn ihr natürlich super locker häkelt, so wie ich, kann es sein, dass 13 schon viel zu viel ist und der Poncho nachher übelst groß wird. Also das müsst ihr für euch herausfinden am besten. Das kann ich euch nicht so erklären und auch nicht auf dem Weg mitgeben, weil das ist bei jeder Anleitung und bei jedem Häkler anders. Ja, ich häkle heute mit einer 3 mm Nadel. Das heißt nämlich schon, ich bin nämlich schon runtergegangen, weil ich für dieses vierfädige Garn definitiv viel zu locker häkle. Deswegen häkle ich mit einer 3 mm Nadel. Ja, später braucht ihr definitiv eine Schere, weil ihr müsst abschneiden den Faden relativ oft. Und was zum Vernähen brauchen wir, das bringt halt auch so ein Granny Poncho mit sich. Also ums Nähen kommt ihr hier nicht drum herum, wobei ich das ja als Festhäkeln bezeichne, weil wir alles, was man nähen würde, festhäkle mit festen Maschen. Aber das zeige ich euch nachher. Jetzt wollen wir erstmal unseren Granny, also das Muster, möchte ich euch erstmal das Muster zeigen. Und dann sprechen wir später im Video über alles andere, genau. So, ihr habt gesehen, ich mache hier wieder meine kleine Brezel und da, wo die Schlinge über beide drüber geht, über den Faden, komplett beide Schlingen drüber gehen. Den Faden nehme ich, das ist mein Anfangsfaden. So. Ja. So, ich mache jetzt noch drei weitere Maschen, drei weitere Luftmaschen. Also 1, 2, 3. Und in die erste gehe ich rein und schließe das Ganze zur Runde. So, dann machen wir drei Luftmaschen. Das ist unser erstes Stäbchen. Und dann hier in dem Mittelraum, den muss man sich immer mal ein bisschen suchen, machen wir jetzt noch ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Und von diesen Dreierstäbchen brauchen wir insgesamt 4 Stück.
Jetzt zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Zwei Luftmaschen und jetzt wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eins, zwei Luftmaschen und wieder da rein nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. So sieht das jetzt aus. Dann kann ich das einmal hier festziehen. So, dann zwei Luftmaschen nochmal. Eins, zwei. Und hier in die dritte Luftmasche steche ich ein und mache eine Kettmasche. Ups. Und in die nächste Masche einstechen, noch eine Kettmasche. Und noch eine Kettmasche. Und dann sind wir bei den zwei Luftmaschen angekommen. Und da beginnt unsere nächste Runde. So, unsere nächste Runde beginnt mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. So beginnt immer unsere Runde mit den Kettmaschen, endet sie. Mit den drei Luftmaschen beginnt sie. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen nochmal in diesen Zwischenraum. So, Ecke Nummer 1. Und jetzt geht es weiter mit drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Jetzt bin ich hier bei Ecke Nummer 2. Da arbeiten wir wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, und dann weiter wieder drei Stäbchen arbeiten. Nein, das machen wir nochmal. So, und jetzt wieder in die nächste Ecke zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und das wiederholen wir, bis wir wieder am Ende angekommen sind. Also genauso weiterarbeiten. Gut, jetzt mache ich wieder Kettmaschen. Kettmasche Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt in die zwei Luftmaschen rein und dann beginnen wir mit der nächsten Runde, mit Runde 3. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal hier rein zwei Stäbchen. So, und jetzt machen wir mal hintere Reliefstäbchen. Ich komme einmal ein Stück höher. Hintere Reliefstäbchen, das heißt, ich gehe hinter dem Stäbchen entlang und mache mein Stäbchen. So, jetzt kommen wieder die zwei Stäbchen und die zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in den Zwischenraum hier, in die Ecke.
So, und wieder hintere Lippstäbchen bis zu den zwei Luftmaschen. Und dann arbeiten wir wieder unsere Ecke mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und arbeiten das Ganze genauso bis zum Ende. So, Kettmaschen bis zum Schluss. Ups. Und nochmal. Und dann beginnen wir mit der nächsten Runde. Drei Luftmaschen, Rundenanfang, erstes Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen wir, Nummer 1, Nummer 2, in die 3 gehen wir rein und machen 5 halb abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Das, was jetzt hier auf der Nadel ist, das maschen wir alles zusammen ab. Und dann arbeiten wir wieder zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen wir. In die dritte arbeiten wir wieder 5 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Alles zusammen abmaschen und zwei Luftmaschen machen. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen. In die dritte machen wir wieder 5 halb abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles zusammen abmaschen, zwei Luftmaschen und in die Ecke springen zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So sieht das jetzt alles aus. Und das wiederholen wir bei den anderen Seiten natürlich auch. Wieder beginnen mit zwei Luftmaschen. 1, 2, 2 Maschen überspringen. In das dritte 5 halb abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles zusammen abmaschen, zwei Luftmaschen und nochmal dasselbe Spiel wiederholen bis zu den Ecken. Bei den Ecken zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und das Ganze bis zum runden Ende so arbeiten. Gut, wenn wir das beendet haben, mit unseren Kettmaschen bei den zwei Luftmaschen angekommen sind, fangen wir mit der nächsten Runde an. Und zwar drei Luftmaschen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und nun arbeiten wir für jede Masche, die wir hier haben, ein Stäbchen. Und zwar fangen wir an mit den zwei Zunahmen. So hier. Und dann hier die zwei Luftmaschen. Und dann hier bei dieser Bobbelmasche. Bei den zwei Luftmaschen.
Bei der Bobbelmasche. Und bei den zwei Luftmaschen. Bobbelmasche. Zwei Luftmaschen. So, und dann geht es weiter hier bei den zwei Zunahmen nochmal zwei Stäbchen machen. Und dann kommen wir schon in unsere Ecke rein, wo wir ja zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen arbeiten. So, Achtung, und diese Reihe, die wiederholen wir bei unseren drei anderen Reihen und beenden unsere Reihe. So, Runde beendet mit zwei Kettmaschen, bis wir wieder in den zwei Luftmaschen sind. Beginnen wir wieder mit unseren drei Luftmaschen. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein zwei Stäbchen, so rum. Zwei sind es. Und das Ganze ist jetzt eine Wiederholung von dieser Reihe. Das heißt, wir machen die hinteren Reliefstäbchen wieder. Immer hinten reingehen, um das Stäbchen herum, Faden holen und Stäbchen machen. Und das Ganze wiederholen wir bis zu der Luftmaschen, bis zu den zwei Luftmaschen. Da arbeiten wir zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und dann wiederholen wir unsere hinteren Reliefstäbchen. Genau. Also ganz normal wie diese Runde häkeln wir jetzt auch diese Runde. Und jetzt kommt unsere letzte Musterreihe, die wir für heute häkeln. Dann machen wir drei Luftmaschen wieder, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, und jetzt machen wir so eine V-Reihe, das heißt, wir überspringen eine Masche und in der zweiten arbeiten wir zwei Stäbchen. Also eine überspringen und in die zweite zwei Stäbchen. Genau, das wiederholen wir wieder bis zum Schluss. Ende der Reihe gibt es noch einen kleinen Knüffel, den muss ich euch noch mal zeigen, weil wenn wir das vergessen, dann geht unsere Maschenzahl flöten und dann geht unser Muster nicht auf hinterher und dann wundert ihr euch. Also immer zwei Stäbchen in eine Masche und eine Masche überspringen. Sieht denn das Ganze so aus bis jetzt? So, wir nähern uns dem Ende der ersten Reihe. Hier kommt das letzte V, was ich arbeite. So, und in die letzte Masche, da muss auch ein Stäbchen rein, weil ansonsten nehmen wir aus Versehen ein Stäbchen ab. So, dann ganz normal unsere Ecke arbeiten mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen.
Und jetzt beginnen wir wieder ganz normal, wie wir die andere Reihe auch begonnen haben. Eine Masche überspringen und zwei Stäbchen in die zweite Masche. Eine überspringen, zwei Stäbchen. Genau, nichts anderes ist es, das wiederholen wir die ganze Zeit. Wie gesagt, am Ende der Reihe muss immer ein Stäbchen in die letzte Masche und dann haben wir die letzte Runde vom Muster gleich geschafft. So, und so sieht das Ganze aus. Das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit, also sprich, die Stäbchenreihe kommt, die hintere Reliefstäbchenreihe, die fünf halb abgemaschten Stäbchen, dann wieder Stäbchenreihe, hintere Reliefstäbchenreihe und diese V-Musterreihe. Das Ganze wiederholt sich die ganze Zeit, bis ihr ein schönes Quadrat habt, was eure Brust verdeckt, sage ich mal, also von links nach rechts geht. So sieht das bei mir aus. Also wie gesagt, ich habe 13 Reihen gemacht und das wiederholt. Das Stücke also ist bei mir noch dazugekommen. Ja, genau. Und wenn ihr eure vier Quadrate fertig habt, also dann zeige ich euch, wie wir das Ganze zusammenbasteln und wie wir noch den Kragen machen und das Ende vom Poncho. Genau. Also für euch ist es bis gleich, für mich ist es bis später. Bis gleich. Ja, genau. So, wenn eure Quadrate groß genug sind und ihr vier Stück zusammen habt, dann geht es ans Zusammennähen. Und zwar habe ich das schon mal angefangen mit meinen anderen drei Quadraten. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr diese Naht lieber innen haben wollt oder außen. Ich habe mich jetzt für innen entschieden, weil wir ja sowieso diese Muster schon dabei haben. Und dann seht ihr schon, das hier ist quasi meine Mitte, mein Vorderteil. Hier habt ihr die Arme. Und wenn ich das jetzt einmal so zusammenlege, deswegen habe ich das jetzt schon zusammengenäht, damit ich das euch so zeigen kann. So. Quatsch, was mache ich denn hier? Also genauso wie dieses Dreieck gehört hier natürlich auch das andere Dreieck dran, ne? Um das so zu verstehen hier. So, dazwischen. Genau. Dreieck, ne? Viereck dran. Also das müsste theoretisch so hier dran gehäkelt werden. So. Achtung, ich wackle mal mit der Kamera, damit ihr das nochmal so ein bisschen seht. Kriege ich das auch nochmal ein bisschen schöner hier drapiert? Nee, schöner wird es nicht. Also, ihr habt hier eine gerade Seite und die zwei gehören zusammen und die zwei gehören zusammen. Genauso wie ihr das da oben gemacht habt. Und in der Mitte, Achtung, besoffen, hier sind die geraden Seiten von den Armen. Die bleiben gerade. Genau. Ja. Ich denke, dass ihr das ganz gut erkennen könnt. So. Und jetzt häkle ich quasi von hier nach da einmal zusammen. Und genauso habe ich das da auf der anderen Seite gemacht, von dort nach da drüber gehäkelt. Ja. Ihr seid wieder gelandet. So. Ich mache das mit festen Maschen. Kann man jetzt auch mit Kettenmaschen machen und wie gesagt, ihr könnt das auch auf der Innenseite von eurem Poncho machen. Ich mache das jetzt auf der Außenseite, weil ich das Muster ganz cool finde, weil es sind ja eh Muster hier und dann ist das auch okay, wenn da die Muster so lang gehen. Genau. Ihr seht schon, ich mit meinem räumlichen Denken, das haut nicht so hin, ne? So. Jetzt kommt hier quasi die erste Seite, die wir zusammen häkeln müssen. Das ist dieses komplette Ding. Und dann häkeln wir quasi von hier die nächste Seite entlang. Ja?
Ich hoffe, ihr habt das jetzt so einigermaßen verstanden, was ich euch sagen möchte. So, ich gehe jetzt hier erstmal in den ersten Zwischenraum und mache erstmal eine feste Masche. Und dann fange ich hier an. Erste Masche und die erste Masche. Und häkle das ganz normal mit festen Maschen zusammen, Masche für Masche. Also ist kein Zaubertrick. Ja. So. Okay, also wie gesagt, ich denke, das Prinzip ist verstanden worden. Ihr häkelt jetzt quasi das hier zu Ende. Und dann spuckt ihr hier mit dem nächsten Viereck und häkelt das auf die andere Seite. Hier unten treffen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Jetzt haben wir hier ja wieder die gerade Seite, die lassen wir in Ruhe, kommt ja nicht durcheinander. Das ist unser Kopf nachher da durch muss. Wir brauchen diese Seite und hier gehen die nochmal dran. Das wollte ich euch jetzt nur noch mal zeigen. Genau. Also hier gehe ich jetzt ganz einfach rein und häkle den auch fest. So, und jetzt seht ihr das auch hier oben. Das bleibt frei. Das ist dann unser Kopfausschnitt nachher. So. Und jetzt wieder dasselbe wie auf der anderen Seite, alles festhäkeln. Gut, da unten sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier oben unseren Halsausschnitt und hier unten die beiden Ecken übereinander liegen für den Körper. Und hier haben wir jeweils die ersten Arm und hier ist der zweite Arm. Genau. Hier unten bin ich angekommen von meinem. Entschuldigung, stillhalten. Von meinen Zusammenhäkeln eben. Also wir haben ja eben dieses Dreieck da quasi dran gehäkelt bis hier hoch. Und jetzt wollen wir hier entlang ringsherum um den Poncho noch ein kleines Muster noch mit reinmachen, also ihn noch ein bisschen verlängern, weil ich habe auch noch relativ viel Garn übrig und ich habe gesagt, wir machen unten noch eine schöne Abschlusskante und hier oben brauchen wir nachher dann auch noch eine Kante. Genau, und was Schönes. Gut, ich fange jetzt hier unten einmal an. Hier ist wichtig zu beachten, die Spitzen arbeiten wir immer wieder genauso, wie wir es immer machen, also zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Genauso auch bei der Spitze und ansonsten haben wir ja keine Spitzen, also es waren ja bloß vorne und hinten die Spitze. Genau. Und dann fange ich hier einmal an und schlinge mich hier rüber zu dem Stäbchen mit einer Kettmasche, mache drei Luftmaschen als erstes für mein erstes Stäbchen und dann fange ich an, erstmal in jede Masche ein Stäbchen zu arbeiten. Das wird unsere erste Runde. Also wir arbeiten in jede Runde in jede Masche ein Stäbchen bis zu den zwei Luftmaschen. Da arbeiten wir wie immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Dann geht es weiter. In jede Masche ein Stäbchen, bis wir wieder bei den nächsten Luftmaschen angekommen sind. Da auch wieder unsere Ecke mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und dann quasi
wieder zum runden Anfang, also wo wir begonnen haben, kommen wir als nächstes an. Genau. Also so sieht das jetzt aus. Und gleich an der Ecke sehen wir uns nochmal wieder. So, meine erste Ecke. Also wie immer hier zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen arbeiten. So, und dann geht es wieder weiter mit in jeder Masche ein Stäbchen. Wie gesagt, das ziehen wir fort, bis wir einmal komplett um den ganzen Poncho herum sind. So. Wir sehen uns gleich bei so einem Übergang hier nochmal wieder, weil hier kommen ja diese Übergänge. Da sehen wir uns gleich nochmal wieder, da zeige ich euch auch, wie wir das machen. Und ansonsten einmal ringsherum erstmal häkeln. So, hier kommt so ein Übergang, was ich eben meinte. Ich habe erstmal alle Maschen ein Stäbchen gemacht und häkle jetzt hier in den hier. Da suche ich mir einen Punkt und da mache ich auch nochmal ein Stäbchen rein. So, und dann geht es ganz normal wieder weiter, Masche für Masche. Nur bei diesen Übergängen mache ich hier in der Mittelreihe ein Stäbchen. Mehr ist das nicht. Gut, dann beenden wir unsere Reihe erstmal. So, jetzt bin ich hier wieder bei meinem Ende angekommen, seht ihr? Und jetzt fange ich hier an, ganz normal in Spiralrunden mit meinem Muster zu spielen. Also ihr könnt da jetzt arbeiten, was ihr wollt. Und ich habe ja hier die V-Reihe und jetzt die Stäbchenreihe gemacht und werde jetzt wahrscheinlich, mache ich erstmal nicht wahrscheinlich, ich mache jetzt erstmal hier die hintere Relief-Stäbchenreihe. Dann mache ich das Muster vielleicht noch und vielleicht nochmal ein Stäbchenmuster. Ich gucke mir, wie mir das gefällt und wie groß der Poncho hinterher werden soll. Danach richte ich mir das ein. Und zwar könnt ihr entweder jetzt hier aufhören mit einer Kettmasche und beginnt ihr mit drei Luftmaschen. Eure Runde. Oder ihr macht es so wie ich. Ich arbeite jetzt in Spiralrunden einfach weiter, indem ich hier hinten... Wartet, ja genau, hier hinten lang gehe und ein Stäbchen mache und wieder hier hinten lang gehe und ein Stäbchen mache. So, und so arbeite ich das jetzt die ganze Zeit. Hier kann ich einen Marker reinmachen und mir markieren, dass es der Rundenanfang ist. Und ja, mal gucken, wie weit ich noch komme. Bis jetzt habe ich noch meine erste Bobbel. Die sieht jetzt mittlerweile so aus. Die werde ich jetzt auf jeden Fall noch komplett da rein stecken. Und dann zeige ich euch später noch, wie wir die Spiralrunde natürlich beenden und wie wir hier noch einen schönen Kragen machen. Genau. Bei mir ist das hier noch relativ zu groß. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Okay, gut. Erstmal bis dahin viel Spaß und bis später. Gut, meine Lieben, so wie ihr seht, habe ich nochmal eine Runde Reliefstäbchen drauf gehäkelt und einmal diese 5er Maschen, also diese 5er Stäbchenmaschen zusammen gehäkelt. Und jetzt möchte ich das gerne hier abschließen, weil mir reicht das so mit meinem Poncho und ich möchte gerne mit der Kapuze weitermachen. Im Übrigen habe ich jetzt das zweite Knäuel von den 800 Gramm, habe ich hier jetzt begonnen neu. Habe ich reingeknotet und jetzt spinne ich das hier erstmal ab. So, dazu mache ich erstmal ein Stäbchen, eine feste Masche und zwei Kettmaschen. Kettmasche, Kettmasche. So, und dann habe ich hier keinen Übergang mehr und diese Stelle, die sieht hinterher auch keiner. Achtung, einmal zwei Luftmaschen und den Faden abschneiden. So.
Faden durchziehen und mit dem Fingernagel leicht andrücken und nach hinten ziehen. Fertig, fest. Juti. So, jetzt habe ich hier meinen Kopfbereich und ich habe mich jetzt entschieden dafür, ihr könnt das natürlich auch so lassen, ich möchte gerne eine Kapuze haben und zwar, dass die hier einmal ringsherum geht. Genau, das habe ich mir jetzt gedacht. Und dazu schlage ich einmal hier entlang bis hier feste Maschen an. Und dann gehe ich nach oben und häkle das wieder zurück. Und so mache ich das die ganze Zeit. Nicht feste Maschen, Stäbchen meine ich. Jetzt war ich von draußen ein bisschen abgelenkt. Und ja, genau. Und ich brauche ein bisschen mehr Garn für nachher zum Vernähen, weil ich will an der Kapuze auch noch ein Bündchen machen. Das werdet ihr sehen, weil ich habe genug Garn. Und ich möchte das jetzt so gut wie ihm da reinarbeiten. Natürlich werde ich nicht alles für die Kapuze brauchen. Das ist auch klar. So, ich fange wieder an mit meiner Schlinge und arbeite jetzt erstmal nur in Stäbchen. Ich möchte nur in Stäbchen, das wird eine ganz einfache Kapuze, meine Kapuze in die Höhe, das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es noch ein Bündchen und deswegen der längere Faden, damit ich diese Bündchen so übereinander lappend zusammennähen kann, beide Seiten. Genau, so jetzt gehe ich hier einmal rein in die erste Masche, die ich hier habe. Und mache eine Kettmasche. Hups. Drei Luftmaschen nach oben. Eins, zwei, drei. Und jetzt, wie ich das eben erklärt habe, in jeder Masche ein Stäbchen arbeiten. Und das erstmal. Das ist unser Anfang erstmal. Genau. Von unserer Kapuze. Ihr könnt natürlich in diese Kapuze auch Muster arbeiten. Die Muster vom Poncho könnt ihr auch arbeiten in Hin- und Rückreihen. Ich möchte das eher schlicht lassen, die Kapuze. Deswegen mache ich da jetzt nur Stäbchen. So, ich mache mal erstmal bis zu meiner Mitte hier weiter mit den Stäbchen. So, hier komme ich bei meiner Mittelmasche an. Dann mache ich hier in der Mitte einfach irgendwo ein Stäbchen rein. Suche ich mir einfach in der Mitte einen Punkt und da mache ich ein Stäbchen rein und dann gehe ich hier wieder weiter normal in die Maschen. So, und das Ganze mache ich jetzt wieder bis hier hoch, bis hier in die letzte Masche. Da ist die letzte Masche. So, jetzt habe ich hier meine letzte Masche gemacht. Der Rest bleibt frei. Wie gesagt, es kommt ja noch das Bündchen drüber und von der Kapuze, was hier einmal ringsherum geht natürlich. So, jetzt wollen wir aber die Kapuze arbeiten und die Kapuze muss mindestens länger als euer Kopf werden. Also, weil sie muss ja drüber passen. Also, ist schwierig zu sagen, ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Also, wie lang man jetzt die Kapuze macht. Wir arbeiten erstmal. Ich sage euch dann, wie viele Runden ich gebraucht habe, also wie viel Reihen, wie viel Hin- und Rückreihen ich gebraucht habe. Und dann könnt ihr euch da so orientieren, so ein bisschen. So, erstes Stäbchen, drei Luftmaschen, erstes Stäbchen, Arbeit wenden und dann wieder zurückarbeiten das Ganze. Keine Masche vergessen, keine Masche aus Versehen zunehmen. Wir arbeiten in jede Masche ein Stäbchen. So, Ende meiner zweiten Reihe. Hier sind die drei Luftmaschen. Das zählt auch als Stäbchen. Wenn wir das auslassen, nehmen wir aus Versehen was ab. So, ja. Dann wieder drei Luftmaschen. Das ist wieder Stäbchen Nummer 1. Arbeit wenden. Und dann in jede Masche wieder reinarbeiten. Ein Stäbchen.
Und wie gesagt, das arbeiten wir jetzt ganz stur in die Höhe. Und ich sag euch gleich, wie viele Runden ich gehäkelt habe. Gut, meine Lieben, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 reingehäkelt. Hier durch diesen Kopfausschnitt, da passt mein Kopf super durch. Das bleibt ja offen. Und das Offene hier oben, das müssen wir zusammen häkeln. Dazu lege ich das einmal auf links, weil ich möchte die Naht ja nicht sehen. So. Das ist jetzt, es guckt mich quasi die linke Seite von meiner Kapuze an. Und die werde ich jetzt mit festen Nähmaschen zusammen häkeln. Wo sind sie? Da sind sie. Okay. Erstmal gehe ich hier in das erste rein und mache erstmal eine Kettmasche. So. Und jetzt häkle ich von Masche zu Masche. Das ist Nummer 1. Und das da ist Nummer 1 von der Seite. Da rein. Faden holen. Faden holen und feste Masche. So, und das mache ich einmal bis zum Ende so. Hier hinten angekommen sind, komplett zuhäkeln. Und meine letzte Masche, ich da auch einfach noch mal rein und mache eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Und den Faden einmal abschneiden. So. Durchziehen. Und festziehen. So, jetzt kann ich meine Kapuze auch wieder richtig rumdrehen. Und kann hier den Zipfel ein bisschen rausarbeiten. Ja. Ja, zack. Habe ich schon mal den ersten Teil von meiner Zipfelmütze fertig. So, jetzt möchte ich hier noch ein Bündchen ringsherum haben. Und hier soll das Bündchen nachher überlappen. Mit festen Maschen. Also nein, Quatsch, so festgenäht, dass das Bündchen so überlappt. Nicht mit festen Maschen. So, das heißt, ich brauche da nachher ein bisschen Faden, um das zu vernähen. Dann lasse ich ein bisschen was übrig. Und dann mache ich hier bei diesem ersten Stäbchen, was wir hier haben, eine Kettmasche. Zack. Und aus dieser Kettmasche machen wir drei Luftmaschen. Das ist unser erstes Stäbchen. So, in diese Stäbchen, in diesen Zwischenraum kommt noch ein Stäbchen. Und jetzt hier, in den hier auch wieder zwei Stäbchen. In den nächsten auch wieder zwei Stäbchen. Also ihr habt immer diese seitlichen Stäbchen, da arbeitet ihr immer zwei Stäbchen rein die ganze Zeit. Und das machen wir, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Nämlich hier drüben bei dem letzten. Da. Einmal ringsherum. Gut, meine Runde habe ich beendet, meine Reihe. Und jetzt machen wir drei Luftmaschen als Wendung. 1, 2, 3. Wenden unsere Arbeit. Hops. Und arbeiten jetzt hier diese Reihe wieder zurück, indem wir immer ein vorderes und ein hinteres Reliefstäbchen arbeiten. Womit ihr bei dieser Reihe beginnt, das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, es wechselt sich immer ab. Ein vorderes und ein hinteres.
So sieht das aus. So, und das machen wir jetzt erstmal wieder bis zum runden Ende. So. So sieht mein Ende aus. Die drei Luftmaschen hier nicht vergessen, das ist, gehört noch dazu. Das wisst ihr, das kennt ihr ja von dem von der Kapuze. So, und jetzt wiederholen wir diese Runde noch einmal. Also drei Luftmaschen. Und die Arbeit wenden. So, und jetzt seht ihr, hier ist ein vorderes Stäbchen, hier ist ein hinteres Stäbchen. Das heißt, wir arbeiten genauso ein vorderes. Ihr müsst natürlich bei euch gucken. Und ein hinteres, ob das bei euch auch so rum ist. Ansonsten macht ihr es andersrum. Und dann wiederhole ich einfach die Reihe. Noch einmal und dann muss das Ganze bloß hier einmal festgenäht werden an unserem Kragen. So, einmal noch mal mein Ende, seht ihr? Und ich beende das Ganze. Zur Not könnt ihr noch eine Reihe machen, mir reicht das jetzt so. Und dann mache ich nochmal zwei Luftmaschen und schneide den Faden ein bisschen länger ab, damit ich das vernähen kann. Ups. So. Also, so sieht das Ganze dann aus. Also hier habt ihr den Kopf, hier ist die Spitze von der Kapuze. Und hier ist der Kragen, wo wir jetzt alles dran nähen. Dazu habe ich hier so eine einfache Wollnadel, so eine dickere. Und da fädle ich jetzt erstmal mein Garn ein drin. Ups. Und dann möchte ich hier, dass diese Seite hier so einmal lang geht. Hier quasi das einmal festgemacht wird, aber ich mache das hier auf der anderen Seite, weil ich möchte ja nicht unbedingt, dass man die Naht zu dolle sieht. Also mache ich das von innen und nähe das hier einmal fest. Das könnte man jetzt auch festhäkeln. Ja, wäre wahrscheinlich die bessere und die saubere Variante gewesen. Habe ich gerade in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Und jetzt vernähen wir das hier noch ein bisschen. Ich gehe dazu durch die Schlinge einmal durch und noch einmal und ziehe das fest. Und dann muss ich den Faden noch mal ordentlich vernähen. Achtung, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle besoffen. So, jetzt lege ich den hier einmal an. Und nähe den hier einmal fest. Jetzt habe ich mir den Faden gezogen. Okay. So, einmal. Wo ist er denn? Wir müssen hier jetzt auf der Seite auch noch den Knoten machen.
gehe ich hier wieder zweimal durch. Eins und zwei. Und festziehen. So. Und jetzt nehme ich mir eine andere Nähnadel und nähe auch nochmal die Felgen nochmal separat zu. Seht ihr, das ist so eine spitze Nadel. Und da gehe ich jetzt hier lang und nähe das einfach fest. Das mache ich mit allen Fäden. Also ich vernähe jetzt erstmal alle Fäden. So, jetzt haben wir hier, ich weiß, ihr seht es nicht, ich habe hier einen kleinen Kämpfer, hier die Spitze von meiner Kapuze und da möchte ich gerne noch eine Quaste dran haben. Dazu nehme ich hier so ein Teil und da wickle ich mir jetzt mein Garn rum, damit ihr mal so eine ungefähre Größenvorstellung habt. Nochmal das Ganze, ich wickle mir also hier einfach mal die Fädchen ringsherum. Das mache ich einmal. So sieht das jetzt bei mir aus. So, und dann brauche ich zwei Fäden. Einen so einen längeren, einen so einen kurzen. Und dann hole ich das hier einmal runter. Stelle das beiseite. Nehme mir hier die längere. So, da so sieht es aus. Nehme mir hier meinen längeren Faden, ziehe den einmal durch. Hier. Verknote das Ganze. Hier, so sieht das erstmal aus. Dann brauche ich hier den kleinen. Genau so hier. So, Knoten rein. Und noch ein. Sehr schick. So, und hier unten, da schneide ich gerade ab. Ja, okay. Da brauche ich hier meine Spitze. Und da fädle ich die Faden einmal rein. Da könnt ihr euch auch eine Häkelnadel zur Hilfe nehmen. Ja, ich ziehe mir das einfach so durch hier. Nummer 1. Und Achtung, Nummer 2. So, und hier unten verknote ich das einfach miteinander. Und dann schneide ich das ab. Gut, ihr Lieben. Das wieder rausziehen. Und da ist er. Unsere Zipfelmütze. Okay. Damit ist unser Poncho fertig. Ich habe von dem zweiten Garn noch jede Menge übrig. Das heißt, da wird es noch mal ein schönes Tutorial geben. Und ja, man könnte sich jetzt hier noch so eine Bänder mit reinarbeiten. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich lasse den so, weil mir gefällt das mit der Kapuze so ganz gut. Genau. Okay. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. War wieder sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt das so nacharbeiten und freut euch hinterher über euren Poncho. Ich freue mich wie immer über Bilder von euch und euren fertigen Werken. Und ja, beende damit das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über ein Däumchen, Kommentar und ein Abo. Ciao, ciao, ihr Lieben.